Leute, schön, dass ihr da dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Stück Bohle und aus einem Rundstab ganz einfach ein Tic-Tac-Toe-Spiel bauen könnt. Hast du Interesse? Dann lass uns loslegen! Okay, ich habe jetzt schon mal die Außenmaße von 7,5 cm angezeichnet. So breit soll das Spiel werden. Das hat was mit der Aufteilung zu tun. Für das Tic-Tac-Toe-Spiel brauchen wir natürlich jetzt die Markierung. Das will ich mit der Tischkreissäge machen, indem ich einfach nur kleine Phasen erstelle. Die einzelnen Phasen sollen einen Abstand von 2,5 cm zueinander haben. Somit wird der Klotz, der ja ein Außenmaß von 7,5 cm hat, in drei nahezu gleich große Teile geteilt. Ich stelle den Parallelanschlag mit dem Streichmaß ein. Ich will sicher gehen, dass der 2,5 und 5 cm Abstand sich genau im Mittelpunkt von dem Sägeblatt befindet. Jetzt zeichne ich von allen 9 Quadraten, die ich durch das Aufteilen erstellt habe, den Mittelpunkt an. In die Tischbohrmaschine spanne ich nun einen 12 mm Holzbohrer und stelle die 9 Löcher her. Genau in der angezeichneten Mitte der Quadrate. Danach stecke ich den 12 mm Buchestab in ein Loch und zeichne grob die Höhe vom Stab an. Mit der Japansäge schneide ich so alle 10 Stäbchen zurecht. Ich übertrage mir die Länge immer vom ersten abgeschnittenen Stab. Jetzt kommt natürlich auch wieder die Oberfräse zum Einsatz. Mit Hilfe von einem runden Fräskopf mit Anlaufringen runde ich die 4 Oberkanten vom Spiel einmal ab. Danach werden alle Seiten mit Schleifpapier verschönert und auch alle Anzeichnungslinien werden so entfernt. Um auch die Unterseite schön glatt zu bekommen, halte ich diese nochmal an den Tellerschleifer. Ich mache mir jetzt ein bisschen schwarze Beize in ein Schälchen. Darein lege ich im Anschluss 5 von den Stäbchen, sodass alle Seiten gut bedeckt sind. Ich wollte mit dem Deckel was ausprobieren. An der Stelle nehmt aber besser einen Lappen, um die Beize auf die Stäbchen aufzutragen. Sonst bleibt so viel übrig. Dann müssen die Stäbchen nur noch trocknen. So, und damit ist das Tic-Tac-Toe-Spiel fertig. Es ist günstig, einfach zu bauen und macht Spaß. Ich hoffe, das Video war hilfreich oder zumindest unterhaltsam für euch. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, denkt ans Abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.